Sehr geehrte Frau Reuter, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Winfried, sehr geehrter Herr Hochfried, lieber Rüdi, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unternehmen stehen im Brennpunkt der nachhaltigen Transformation. Sie vereinen ökologische, ökonomische und soziale Aspekte in ihren Betrieben. Und als Produzenten und Anbieter von Waren und Dienstleistungen handeln sie ökonomisch. Als Nachfrager von Rohstoffen und Vorprodukten haben sie Einfluss auf ökologische Aspekte. Und als Arbeitgeber sowie in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung treiben sie die sozialen Nachhaltigkeitsaspekte auch voran. Unternehmen können und müssen mithin als Schnittstelle der Transformation wirklich einen entscheidenden Beitrag leisten. Die Mitglieder des BNW nehmen hierbei eine Vorbildrolle ein. Sie setzen sich schon lange für nachhaltiges Wirtschaften ein und beweisen, dass wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen, sondern Hand in Hand gehen, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Um die Transformation der Wirtschaft zu unterstützen, ist es entscheidend, die richtigen politischen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und deswegen ist ein zentraler Aspekt unserer Politik angesichts immer offensichtlich werdender planetarer Grenzen, den ökologischen Aspekt deutlich zu stärken und in diesem Sinne die soziale Marktwirtschaft zur sozial-ökologischen Marktwirtschaft weiterzuentwickeln. Ein weiteres essentielles Instrument, durch das die Transformation vorangetrieben wird, ist die Berichterstattung zur Nachhaltigkeit. Sie dient einem wichtigen Ziel. Sie fördert die Auseinandersetzung mit den umweltpolitischen und sozialen Auswirkungen des eigenen unternehmerischen Handelns. Sie schafft Transparenz, welche unabdingbar ist, um auch einen Fortschritt zu messen und dann erreichen zu können. Gleichzeitig muss sie aber auch praktikabel sein. Sie darf die Unternehmen nicht überfordern, sondern muss wirklich umsetzbar sein. Daher setzen wir uns auf europäischer Ebene dafür ein, dass die Berichtspflichten so unbürokratisch wie möglich auch wirklich ausgestaltet werden. Auch der BNW spielt bei der Unterstützung der Transformation eine wichtige Rolle. Sie geben nachhaltigen Unternehmen eine Stimme und agieren dabei parteiübergreifend. Sie ermöglichen den Austausch von Erfahrungswerten zwischen Mitgliedsunternehmen aus sehr vielen unterschiedlichen Branchen. Und damit dienen sie als Katalysator für die Transformation. Von daher möchte ich abschließend Danke sagen. Danke für 30 Jahre Einsatz für Nachhaltigkeit und für 30 Jahre wirtschaftliches Voranbringen unseres Landes. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen weiterzuarbeiten, um unser Ziel einer nachhaltigen und sozialen Marktwirtschaft zu erreichen.